herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar Factorion. Ja, wir starten jetzt mal die Kampagne. So, wir machen gleich die ersten Schritte, weil ich kenne das Spiel noch nicht so sehr. Okay, also, wir sind abgestürzt und müssen uns jetzt, glaube ich, eine eigene Fabrik bauen. So. Die Rettungskapsel hat mir das Leben gerettet. Ich befürchte, die anderen hatten nicht so viel Glück. So. Okay, mit Tab. Mache ich das so. Okay, du kannst. Okay, hier oben stehen die. Gut. So. WASD, um dich zu bewegen. So. Ich frag mich, ob ich etwas. Frag wohl nur. Öffnen Sie mit linker Maustaste. So. Okay. So. D. Okay. Okay, ich habe jetzt. Ich muss jetzt die Eisenplatten zum Charakter hinziehen. Und dann. Gut. So, Werkzeug und so müssen wir uns selbst herstellen. So, ich habe Baupläne. Gut, was brauche ich dafür? Ja. Ich weiß. Also, wir brauchen. Eisen und Kupfer und Eisenstangen. Also wir brauchen jetzt Eisenplatten, haben wir. Ach nee, dafür das brauchen wir zwei. Und dann machen wir uns gleich mal eine Spitzhacke. Gut. Und damit habe ich es gleich ausgerüstet. Gut. Drücken dann E. Oh. Ich habe jetzt nicht geachtet. So. Hier drüben ist Eisenerz. Und ja. Genau. Okay. Das heißt, es ist hier Eisenerz abbauen. So, wie ich schmelzen könnte. Okay, Schmelzofen drücken Sie E, um auf die Baupläne. Brauchen wir 5 Steine. Gut, dass hier neben uns gleich ein Steinhaufen ist. So. So. So, dann drücken wir mal E. Wir haben jetzt genug. Okay, die werden da unten dann abgelegt. Gut. Dann stellen wir mal den Ofen da auf. So, er braucht, um zu laufen, braucht er. So, Eisenerz. Oh, ich habe Stein gerade reingelegt. Nein. Das Eisenerz. Und jetzt baue ich Holz oder Kohle. Okay. Das haben wir ja im Moment nicht, aber hier unten ist die Kohle. So. Ja. Ich werde erstmal genug Kohle abfarmen, damit ich auch wirklich was habe. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal nur so wieder ein Video. Die restlichen auch. Außer ihr werdet mehr davon sehen, dann schreibt es mir. Und
Unter je, ich würde ganz gerne erfahren, was ihr für Spiele gern sehen würdet. Also, ich mache das Let's Play nicht nur für mich, sondern auch für euch. Weil damit ich weiß, wie es euch gefällt, bitte auch mal wirklich drunter schreiben, was ihr sehen wollt. Und dann überlege ich mir, ob, wenn ich es habe, ob ich es mache. Wenn es mir gefällt, mache ich es natürlich. Wie halbiert man das jetzt? Mit A? Nein. Gut. Tab. Ja. So. So, ja. Ich warte noch auf die letzte Eisenplatte. So, kann man das mit Shift? Na, ich soll. Ja, ich weiß. Ja. Also, damit legt man sofort rein. Gut. Mit. Also, wenn ich Tab drücke, nein. 1 nicht. Super. Nein. Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe auch gesagt, das ist ein neues Spiel und ich kenne mich damit ja auch noch nicht so aus. Natürlich Linksklick. Ey. So, damit haben wir genau die Hälfte, die wir haben wollen, drinne. Und jetzt sollte ich ja Förderbänder herstellen. Also, um die herzustellen, das Ziegelstein, das sind die Beförderungsbänder. Dafür brauche ich einen Schmelzofen und 3 Eisenplatten. Ne, 2x3 Eisenplatten, also insgesamt 6. Und ein Schmelzofen und 4 Zahnräder. Okay. Und dann heißt es ein bisschen, jetzt noch ein bisschen Eisenerz. Okay. Gut. Okay, wie jetzt die abgekommen ist, weiß ich selbst nicht. So. Wir brauchen ja ein paar Eisenplatten mehr und ich muss ja dann gleich auch noch den Stein abbauen. Wegen den Schmelzen. So. 10 sollten reichen. Gut, die 10 Eisenerze packe ich natürlich da rein. Und die bauen wir natürlich ab. So. Dass wir gleich mehrere davon bauen können, ist ja auch logisch. Ich brauche ja pro Feld am besten davon ein. Ja, und die werden auch wieder mit Kohle betrieben. Soweit weiß ich das sogar noch. So, dann drücke ich E. So. Damit habe ich ein. Und jetzt brauche ich Eisenzahnräder. Okay, ich habe nicht genug davon. Okay, ich brauche noch mehr Eisenplatten. Gut, dass ich ja hier gleich 10 Stück von wieder gemacht habe. So. So. Und damit kann ich das Ding wenigstens jetzt schon bauen. Gut, ich werde gleich auch noch die 3 Schmelzofen hinterher bauen. So.
das Ding stelle ich gleich mal auf die Kohle. Damit wir am besten... Achso, wir haben ja noch Kohle. Damit ihr auch das seht, er baut jetzt Kohle ab. Und er braucht dafür Kohle. Gut. Befördert seine Vorratsliste Tab. Okay. So. F. Sammeln Sie. Okay, gut. E. Okay, ja. Sammeln Sie Ressourcen ein. F, während Sie über ihm stehen. Okay. Da. Da gibt er sie aus. So. Mist. Okay. Dann hole ich gleich Holz. Ihr wisst ja dann wofür, mit einer Spitzhacke. Am besten für eine Truhe. So. So. Dann baue ich schnell die Truhe. Achso, eh. So, Holzkiste. Gut. Und die Holzkiste sollte ich und dann dahin stellen. So, die werden jetzt nur eine Holzkiste gesammelt. Sammeln Sie die Ressource bis. So. Gut. Wie ihr seht, ist das ein ziemlich. So. Dann sagen wir jetzt mein nächstes Level. Oh, wie lange hat denn das jetzt gedauert? 12 Minuten. Okay. So. Das sieht aus wie eine Baustätte. Ich frage mich, wofür die Greifarme sind. Also, diese Maschine hat keinen Brennstoff mehr. Gut. Gut. Dann hole ich mir jetzt mal kurz Brennstoff. Oh, ich hatte noch 21 Kohle im Inventar. E. Linksklick. E. Und dann da rein. Gut. Erhebt sich die Gegenstände hinter sich auf. Gut. So, wie ihr seht, es kann, ja, um Kiste zu Kiste und so weiter, damit dann auch das läuft. Genau. So. Ist was Nützlicheres drin? Okay, eine Pistole. Magaziner. Waffen und Munition müssen. Okay, um sie genutzt. Gut. Eine Pistole da rein und Magazin da rein. Gut, dann habe ich noch Fließbänder. Ja. Also, wenn du. Kannst sie schießen, indem die Sperrtaste gedrückt hält. Die Gegner werden am wenigsten vom Mauszeiger entfernt ist, wird beschossen. Okay. Bedeutet im Klartext, hier dich am besten drauf zielen. Ja, Entschuldigung wegen dem Knacken, ich muss meine Kopfhörer erstmal wieder einstellen. So.
Okay, zurück. Level neu starten. Ja, wie ihr seht. So, der hatte keine Kohle mehr, aber wir öffnen gleich mal die Kiste. Sagen dann, tack. Maschine hat keinen Brennstoff mehr. Ja, ich weiß. Wir holen jetzt erstmal alles raus. Sagen dann E. Gehen dann zu der Kiste, zu dem Ding. Machen dann einen Rechtsklick. Ja, ich habe eine englische. So, und jetzt auf E. Shift. Gut. So. Space. Ach so, Leertaste. Okay. Gut. Ja. So. Damit haben wir sie jetzt mal erledigt. Gut. Der kehrt ausgerichtet. Okay. So. So. Okay. So. Haben wir ihn? So, wenn du etwas bauen willst, drücke R, um es zu drehen, bevor es platziert ist. Okay. So. Wir machen das jetzt am besten mechanisch. Achso, ich brauche 5. Ich brauche Erzförderer 10 Stück und Schmelzofen 5. Okay. Dann holen wir uns jetzt mal die Steine. Du brauchst sehr lange, um Stein abzubauen. Ich sollte meinen ersten befeuerten Erfolg dafür verwenden, den Stein für mich abzubauen. Ja? Also wir versuchen die Menschheit halt jetzt mal eine autonomisch die Dinger also wie eine vollautomatische Anlage herzustellen. Das wird aber wirklich sehr lange brauchen. Das ist ja jetzt erstmal nur, um zu zeigen, wie alles aufgebaut ist, also die Tutorials. Ja. Das ist ja schon eins der wichtigsten. So. Und dann sagen wir mal, wir brauchen die 5 Schmelzöfen. Gut. Ach so, nur 4. Verdammt, wir hatten ja schon einen. Egal, die müssen wir gleich nur noch aufstellen. So. 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 Ach so, und wir brauchen ja auch noch für jeden Erzförderer ja auch noch Schmelzofen. Also heißt es jetzt mal wieder Stein abbauen, weil wir brauchen jetzt 6 Stück. Bedeutet 30 Stein. So. Halt. Wir brauchen noch 25 Steine, weil ich habe ja noch einen Schmelzofen. So. Damit sagen wir mal alle 5 Stück. Und was? Okay, der hat keine Kohle mehr. Achso.
Gut. So. Tak, tak, tak. Maximal, wie man sieht, kann man 50 Stücke aufeinander stapeln. Gut, dann sagen wir mal, hier kommen mal die 30 rein. Und beim Partner neben ihm sollen die 45 rein. So, dann mache ich dann E und wir brauchen noch einen Arm, um das Ding automatisch zu machen. Nein, wir brauchen dann noch einen Arm. Eh nicht. Egal. Komm nach da unten. So, was brauche ich denn für einen Arm? Eisenplatte und Eisenzahnrad. Gut, das heißt jetzt erstmal von Hand. Nicht eh, ich Idiot. So, das einfach mal einbrennen. Eh. Und das wieder mit das so rein. Okay. Dann sage ich bei dir noch alles rein. Gut. Damit werden wir gut gefördert. Oh. Okay, den nehmen wir mal wieder raus. So. Und schlagen jetzt bei dir mal die 50 rein. Gut. Und bei dir kommt noch der letzte rein. Ja, ich weiß, er braucht nicht so viel, weil er noch nichts richtig zu arbeiten hat. Nur bis er richtig arbeiten muss, ist er halt das so. Wir brauchen sowieso die Eisenplatten. Also von daher ist das ja schon richtig. So. Dann brauche ich die Eisenzahnräder. So. Gut. Dann auf E. So. Wir müssen ja auch noch hier die hinstellen, damit ich nicht so viel Arbeit habe, packe ich die am besten so hin. So. Ne. Ach so. Ja. Achso, die kann ich noch nicht aufstellen, oder wie? So, der befördert sie da raus. So. Damit ich auch ein bisschen noch Holz habe. So. So. Damit hole ich mir das komplett raus. Wie viel hast du noch? Genug. Gut. So. Eisenplatten. Hat er ordentlich. So. Wir gehen auf 31. So. So ein bisschen Zahnräder muss ich ja noch herstellen. So. So, und damit hat sich das selbst hergestellt. Okay, wie viel habe ich? 3. Ich brauche noch ein. Das heißt ein bisschen mehr Eisen. Gut. Daraus könnte ich noch 2 Zahnräder herstellen. So, gut, dann nehme ich mir gleich die 12 und sage noch ein Zahnrad. So, gut,
sagt dann E. Gut. Dann stelle ich dich noch da noch ein auf. Da noch ein auf. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wieso das nicht funktioniert. Ja klar, hier hinten funktioniert das. Okay. Okay. So. So, wie ihr seht, muss ich es am Rand bauen. Nee. Nee, da will sie auch nicht hin. So. Wie ihr selbst mitkriegt. Gerade das Problem, die letzte einzusetzen. So. So. So, okay. Ich muss Kohle fördern. Ich muss Kupferplatten. Gut. Oh, die Kohle hast du noch so. Dann nehme ich immer die restliche, die noch so im Inventar habe. Okay. Du kriegst dann die volle 50er Ladung. Und du hast noch 80. Und damit hast du wieder mehr. Gut. So, ich muss die sowieso nach da unten befördern, und zumindest sind die Schmelze, und ich habe dafür nur ein Arm. Bedeutet, ich mache mir jetzt hier ein bisschen davon was. Bedeutet, ich habe insgesamt gleich ein bisschen was zu verlegen. 30 Stück. Ey, die wollte ich doch nicht. Ich würde es doch eher so. So, 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 so. Und so. Halt. Ah, ich konnte das so removen. Okay. So. Genau. Okay. Zu dich dran, oder wie? Gut. Gut. Dann remove ich das und das. Und baue dann noch nach da oben. Okay. Okay. Wieso das jetzt keine Kurve macht, verstehe ich zwar auch nicht. Ach so. Naja, dass nicht alles in die gleiche Richtung geflossen ist. So. Halt, den muss ich hier removen. Der Grund ist ganz einfach, ich muss da nicht wieder einen Arm hinpacken. So, erstmal hole ich mir die komplette 50er Kohle.
damit das auch so einfach ist. So. Okay, E. Okay, gib du da raus. Oh. Okay, so. Damit kriegst du eine 50er Kohleladung. Und du bekommst eine 50er Kohleladung. So. 50er Kohleladung und eine 50er Kohleladung. So. So, 33. Wie viel Kohle hast du noch? Okay, 43. Das reicht ja noch hin. So, wenn man... Oh! Das reicht ja ordentlich, ey. Ich muss ja mindestens einen davon noch bauen, damit ich von... Okay, dann remove ich. Okay. Hä? Nicht E. Ja. So. Achso, der hatte keinen Treibstoff. E. Hey. Ja. Oh. Nerv nicht. Nervst du auch nicht. So rum. Und da fliegt dann doch ein Fließband. Okay. So. Hat doch einen Schuh draus. Okay. Wieso willst du nicht? Hä? Achso, zu weit weg. Okay. Dann baue ich mal. So. Dann baue ich da noch ein gerades Stück hin. So. Okay. Jetzt aber wirklich gucken, arbeitet. So. So. Damit habe ich die automatisch immer befüllt. Das ist super. Okay. Die Steinbohrer sind eigentlich fast egal. Gut. Hä, ist die Kiste hier unten schon voll oder wie? 29. Okay. Du hast doch noch Kohle, du hast noch Kohle, du hast noch... Das ist ein neuer Problem. Kohle fällt man erschöpft oder wie? Hattet Ressourcen, okay. Okay, ich habe die Kohlefelder abgebaut. Gut. Gut, das ist ja jetzt ziemlich einfach. Man legt das so nach und nach an. Sagt dann
50er Kohle. Leider habe ich hier noch für dich eine 8, aber egal. So. So, damit sind die. Ich muss. ...50 Kupferbarren im Inventar haben. Okay. 13 Kohle. Das ist ja sehr wenig. Oh, du hast keinen Brennstoff mehr. Wird sowieso nicht mehr gearbeitet. Okay. Dann bist du nämlich ja beinahe fertig. Der arbeitet hier noch. Gut. So. Ja. So, Eisenplatten. 90, ey. Okay. Die Kohle kommt schön da rein. Dann kann ich E drücken. Die Kupferplatten sind beinahe fertig. So, jetzt brauche ich jetzt nur noch 75 Kohle. Und das war's dann schon für dieses Level. Gut. Schritt ein weiter zu gehen, genau. So, wiederholen, Long speichern, nächstes Level, so, weiter, das ist jetzt hier alles elektronisch, aber das werden wir in der nächsten Folge dann sehen, wenn ihr, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen. Wenn nicht, dann war es das erste und letzte Video davon. Dann werde ich es nur noch privat zocken. Ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.